Hallöchen, Leute, willkommen. So, willkommen zurück. So, Pause, ne? Immer sehr gut wieder so ein kleines Päuschen zu machen. Und ich hoffe, es geht euch gut. Jetzt gucke ich hier gerade nochmal. Yo, 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 so. Und dann Augenblick. Eric, Hallöchen, hi. Schön, auch dich wieder zu sehen. So, Augenblick. Ich hab's gleich, Leute. Und dann kann's hier auch schon wieder weitergehen. So passt das, ne? Oh, okay, nein. Dann muss ich hier doch nochmal schnell nicht verwundern. Bild verschwindet gerade nochmal schnell. So müsste das jetzt wieder richtig sein. Yes, das ist besser. Okay, so. Ich hoffe, ihr habt alle was Entspannendes in der Pause gemacht. Und ich werde hier angeflauscht. Sehr gut. Ja, ich flausche zurück. Und ja, okay, also wir rätseln uns hier ja gerade weiter durch die Gänge. Haben jetzt unseren White Beam. Und ich frage mich, wo genau wir jetzt weiterkommen. Tüte Kaffee, spannend, in Anführungszeichen spannend. Zwei Absätze in meiner Arbeit geschrieben. Wow! Moment! Ja, Hammer! Eric, danke! Danke! Hashtag ballern! Omega ballern, da gibt es den. Ja, krass. Ich werde nicht mehr. Vielen Dank, Eric, für 10 Abos. Das ist ja schon wieder WTF. WTF. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, da hast du den. Da hast du den Luftgitarren-Alert ausgelöst. Und da muss ich natürlich mein Wort halten. Ja, krass. Okay, wer hat alles gekriegt? Tooms, Irreville, Hans Trollo, Damolvin, Hase ODH, Scorch, Eisteemann, Rifter. Krass, cool. Fidelia und Xaiden. Episches E-Gitarre ballern, sagt Takio, genau. Ha, Leute, ist Luftgitarre beste. Oh. Da habe ich kurz weggeschaut und plötzlich spielt laut Musik, hat mich so erschreckt. Ja, sorry, Katzenmütze. Und Eric, vielen, vielen Dank. So, und von Ponsi gibt es ja auch noch Norddeutsch. Alles klar, Augenblick. So, ne? Ja, ne, okay. Dann sind wir jetzt wieder hier im Norddeutsch und er spreche bitte in meiner Heimatsprache. Okay. So, da sind wir. Und jetzt, ja, ne, jetzt muss ich, ja, habe selbst einen Bub für den Monat bekommen, der muss ich ein paar verteilen. Yay! Hamme, Eric, hamme. Jo, wir müssen jetzt, glaube ich, hier noch rechts. Yes, 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 yes. Sub, ja, hast selbst einen Sub gekriegt. Und ich frag mich auf jeden... Alter. Ich frag mich auf jeden Fall, wo wir jetzt hier den guten... Ja, Energie ist aufgefüllt. Das ist sehr gut. Oh, hallo. Sind unsere Missiles auch mächtiger geworden? Nee, eigentlich nicht. Super-Missiles könnte es irgendwann noch geben. Die gibt es ja auch ganz gerne bei Metroid. Ja, das passt.
Okay, hier können wir jetzt Runde. Und hier oben. Oh, das ist aber so hoch. Das ist so hoch. Da kommen wir, da bräuchten wir einen High Jump für. Ja, nee, können wir nie machen. Wenn wir eine Bombe hätten, ne, dann hätten wir vielleicht auch noch einen Bombjump probieren können. Aber auch das haben wir nicht. Wir haben einfach noch gar nichts. Wir haben auch viel zu wenig Zeug. Auf der anderen Seite... Ja, sind wir hier jetzt auch dran. Aber bringt uns nichts. Naja, egal. Haben wir es auf jeden Fall mal ausprobiert. Und dann ist da jetzt wieder der lila Bereich. Und ich wüsste jetzt nicht, welcher jetzt sonst noch hier relevant wäre. Nö, okay. Dann jetzt hier weiter. Ah, ja, natürlich. Wieder zurück. Wir sind hier in dem Gebiet drin, damit wir, ja, damit wir den White Beam gekriegt haben. Und jetzt können wir... Jetzt können wir wieder zurück nach Kataria. Nee, Kataris. Yes. Upsala. Erstmal hier voll gegens Mikro hauen. So, da ist sie vorbei. Die 3 Minuten Zeit. Die Norddeutsch Zeit. Kataris. Ja, ja, keine Katharsis in Kataris für uns. Aber ja, der gelbe Emmy war wirklich krass. Es wäre nicht einmal ausgeschlossen, dass wir vom gelben Emmy den Speedbooster kriegen. Es war ja bei Fusion war das ja auch so, dass man die meisten Upgrades von Gegnern bekommen hat und anhand der Art und Weise, wie der Gegner gekämpft hat, durchaus schon im Vorfeld erkennen konnte, welches Item es wird. Was sehr, sehr cool war. Ich mochte das. Hier, ihr habt das auf der Karte gesehen, die hat hier gerade noch gelb geleuchtet. Da. Das heißt, da gelb geleuchtet. Sie leuchtet weiß. Das heißt, hier ist irgendwo Phantomumhang. Na, also irgendwo ist hier ein Secret. Stimmt, Phantomumhang. Das Viech konnte sich unsichtbar machen. Hast recht, hast recht. Wo könnte hier das Geheimnis sein? Ah. Aber okay, da müssen wir leider auch was mit dem Speedbooster machen. Okay. Ja, also mit Missiles kann man mitunter Blöcke sichtbar machen. Okay, gut zu wissen auf jeden Fall. Der grüne Emmy, der konnte sich, glaube ich, noch etwas mehr zusammenfalten als die anderen. Schien beweglicher als die anderen. Vielleicht von dem den Morphball? Maybe.
würde es nicht ausschließen wollen, ja. Ah, hier können wir jetzt was machen mit dem Block. Aber hier ist auch eine Power... Nee, ist das eine normale Powerbeam-Schleuse. Gesamtladestation. Da ist die Box, die bringt uns hier runter. Da ist wieder die Emmy-Zone. Da gab es dann hier die Powerbeam-Schleuse. Das wäre so eine gute Frage, ne? Wohin man jetzt geht. Aber hier in die Richtung sind erst einmal soweit keine White Beam Schleusen oder Boxen. Jo. Ja, hier weiter und dann müssen wir mal gucken. Durch die Emmy-Zone. Und dann könnten wir hier zurück. Oder halt auf jeden Fall erstmal gucken, wo wir hier hinkommen. Da ist nämlich ein Gebiet, in dem wir noch nicht waren. Ja, das wird unsere Richtung sein. Heißt, jetzt muss ich gerade nochmal gucken, zurück. Vor allem, eine Sache beunruhigt mich gerade noch. Man weiß ja nicht, was da kommt, aber das hier könnte auch einfach nur ein riesengroßer Raum sein. Und, naja, wahrscheinlich nicht, aber, und was ist das hier? Zentraleinheit, okay, ja. Ey, also, ich frage mich, ob wir nochmal hier einen krassen Bossfight erleben werden. Wow. Na gut, dann rutsche ich hier halt durch. Wollte ich eigentlich noch gar nicht. Ich wollte mich da oben umschauen. Nein, 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 nein. Shit. Nein. Ach, Mist. Stimmt, der allererste Emmy, der sah übel aus. In der ersten Zwischensequenz. Die anderen sind alle noch deutlich intakter. Wer weiß, vielleicht war das der Chozo, ja. Überhaupt, welche Rolle dieser Chozo spielt, ist noch, oh mein Gott. Mich hier in der Emmy-Zone gerade mal ein bisschen konzentrieren. Hier kann ich rauf. Oh. Okay. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Leute, ne? Ich liebe und hasse die Emmys gleichermaßen.
Das ist irgendwie so gut. Es ist so, so creepy und... Oh oh. Oh nein, nicht wieder so einer. Okay. Schon wieder ein Mini-Boss, aber der könnte uns... Boah, bitte sag, dass du uns hier einen... einen Beam-Upgrade gibst. Nee, nicht Beam. Doch, ne, für unsere Kanone. Okay. Vielleicht mal gerade, bevor wir ihn erledigen, hier ein paar... Schaffe ich's denn... Nee, nicht wirklich, ne? Okay. Ja, kriegen wir den Omega Blaster? Oh Leute, wir können Emmy killen. Sehr gut. Die Energie der Zentraleinheit hat den Waffenarm in eine Omega-Kanone verwandelt. Geilo. Omega-Laser auch wieder aktiv. Okay, wir wissen, wie ging das jetzt nochmal? Das war der Laser und dann anschließend der Blaster. Dann werden wir das doch mal versuchen. Vielleicht hat der gute Emmy ja was für uns. Oh, da kommt's. Schnell an. Gar nicht so easy. Alter, bist du... Wow. Okay. Wir müssen halt... Ja, wir müssen halt erst einmal den... Der Panzer regeneriert sich, ja. Ich hab's gesehen. Das heißt, wir brauchen echt irgendwo eine Stelle, wo wir Abstand haben und wirklich lange draufhalten können. Das könnte hier mit dem Abstand sein. Man sollte auch zielen können. Ja, das war schlecht. Okay. Ich muss das in einem Rutsch schaffen. Yes. Die Stelle ist gut. Die Stelle ist gut. Die Stelle würde funktionieren. Ich muss nur besser zielen. Was unter Nervosität gar nicht so einfach ist. Yes, okay. Tief durchatmen, Leute, es ist nur ein Spiel. Yes, und wir haben es geschafft. Oh, wir kriegen wirklich was. Oh, Morphball, bitte Morphball. Yes! Oh. Finally wird sich das Ganze hier wie Metroid anfühlen.
Samos kann sich in einen Ball verwandeln, der in beengte Räume passt. Drücke ZL oder auf den L, während du dich duckst, um dich zu verwandeln. Als Morphball drücke B, um zu springen. Ach, wir kriegen den Morphball-Jump gleich mit dazu. Das ist gut. Bewege L in Richtung eines niedrigen, schmalen Tunnels oder während du im Tunnel einen Vorsprung hängst, um dich automatisch in den Morphball zu verwandeln oder zu betreten. Yes. Ja, jetzt, oh mein Gott. Die Omega-Kanone hat keine Schusskraft mehr. Yes, yes, yes. Ich weiß. So, also wir können uns ducken und dann nochmal ducken und dann sind wir der gute alte Morphball oder wir drücken ZL. Das ist natürlich einfacher. Das werde ich mir dann erstmal merken. Genau. Rutschen. Können wir das auch in der Luft? Wir können es auch in der Luft. Das ist sehr gut, um dann halt irgendwie so schräg in Schächte zu fallen. Genau. Ne? Man kennt da die ganzen Taktiken. Und wir können mit dem Morphball jumpen. Sehr, sehr nice. Und wir haben jetzt wieder eine weitere Emmy-Zone, die befreit ist. Die wir jetzt auch nochmal ganz in Ruhe uns anschauen können. Denn hier sind Bereiche, die wir noch nicht gesehen haben. Vor allem sehen wir ja auch gerade ganz schön, hier sind so kleine Tunnelchen. Die engen, schmalen Tunnelchen. Da wäre zum Beispiel ein Missile-Container und so weiter. Das ist doch perfekt, Leute. Und die Musik fuckt mich ab. Irgendwann schmal, sounds legit, ja. Yeah. Gut, das ist dann relativ lame hier. Aber ich wollte es zumindest überprüft haben. So, dann, ach, ist das schön. Ist das schön, was wir jetzt alles können. So, aber ich werde mir dann, glaube ich, erst einmal den Weg in die Richtung anschauen. Und den Missile-Container schnappen. Und dann kommen wir hier auch schon in den Bereich, in denen wir noch nicht waren. Okay. Ja, erstmal schauen wir uns noch ein bisschen um. Hier gibt es offensichtlich noch ein Geheimnis. Auch wieder die Frage, wo? Könnt, ja, höchstwahrscheinlich... Höchstwahrscheinlich hier unten irgendwo. Mhm. Hm. Kann natürlich sein, dass man hier was mit der... Oh. Hier. Ja, da bräuchte man natürlich die Ballbombe. Die haben wir noch nicht. Wow. Hallo. Oh, nett. Was? Der feuert da einfach durch? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So viele neue Möglichkeiten. Auch hier ist Zeug, das wir noch nicht kennen. Eieiei.
Alter! Ich mich ja nicht, einfach nicht leiden kann, ne? Ja, das ist zu heiß immer noch. Das ist natürlich schade. So, hier können wir ein bisschen uns auffüllen. Dauert ja nur einen ganz kleinen Augenblick. Beziehungsweise, wo geht's dann da runter? Da geht's dann wieder zurück nach Ataria. Ja. Also eigentlich, denke ich, wäre es sinnvoller, wenn wir wieder... Boah, hier sind schon noch Bereiche, die ich sehen will. Ja. Dafür müssen wir gerade wieder... Ach du Scheiße. Leute, so langsam... So langsam kommt der Punkt, wo man jetzt echt... ja... Es war ja echt spannend gemacht in diesem Spiel. Das ist großartiges Level-Design. Weil es halt einfach so ist, dass wir... eher an vielen Stellen dann tatsächlich doch nur noch einen Weg hatten. Also was sich halt... durch alle möglichen Hindernisse ergeben hat. Aber jetzt öffnen sich doch sehr plötzlich sehr, sehr viele Wege für uns. Was, ja, gut ist, aber auch, ja, ne? Echt jetzt? Ich mache mir hier so viel Mühe, mein ganzes Zeug zu farmen und... Na doch, wir wären hier hochgekommen. Also diese Viecher sind eine absolute Katastrophe. Oh, hallo. Wir haben noch ein Geheimnis gefunden. Kommen wir da ran? Yeah. Großartig, dass sich Samus auch automatisch jetzt zum Ball macht, wenn sie an so eine Stelle kriecht. Das ist richtig gut. Roxas, so, werde mich jetzt aber schon verabschieden. Morgen geht's wieder früh raus und daher muss ich langsam mal in Richtung Bett begeben. Ich wünsche euch allen noch viel Spaß beim Stream und nachher eine gute Nacht. Alles klar, vielen Dank, Roxas. Schön, dass du wieder reingeschaut hast. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, Mittwoch werden wir streamen. Dieses Mal nicht Donnerstag, denn Donnerstag ist ja bei Marlies und mir das 1000-tägige... Da werden wir uns einen schönen Abend machen und unseren Pärchenabend deswegen mal nicht am Mittwoch. Gut, und ich gehe jetzt mal einfach wieder zurück und versuche mich mal ein bisschen zu orientieren. Wir könnten auch eigentlich... Hier will ich auch noch hin. Da ist garantiert was. Machen wir das jetzt so hier rüber hoch? Ich denke ja. Oh, hallo. Wow. Wow. Böse. Böse. Wow. Das war gemein. Ich frage
frag mich gerade, das Item, das wir jetzt gerade gesammelt hatten, zählt das jetzt? Hatten wir das jetzt oder hatten wir das jetzt nicht? Müssen wir es nochmal holen? Nee, ne? Takio, ich verabschiede mich dann auch. Bin heute Abend raus. Noch einen schönen Abend. Viel Spaß. Vorsicht vor weiteren Emmys. Alles klar. Alles klar. Mach's gut, Takio. Ciao. Und danke fürs Reinschauen. Ja, oh Gott, wir müssen die ganzen Dinger wieder sammeln. Ah. Das ist ja toll. Und hier waren wir jetzt halt noch gar nicht. Hier geht's wahrscheinlich tatsächlich weiter für uns. Beziehungsweise dann wieder da runter. Aber wie gesagt, ich würde gerne doch noch die ganzen Sachen, die ich hier gefunden habe, mir wiederholen. Das heißt, wir sollten uns dann vielleicht doch nochmal nach einer, im Fall nach einer Speicherstation umgucken. Hier ist zum Beispiel eine Möglichkeit zu speichern. Das ist schon mal gut, das machen wir direkt. Ich weiß halt leider schon gar nicht mehr, in welchem Raum das vorhin jetzt war. Hier, ne? Da. Hier war das. Da. Genau. Dann sind wir hier in die Richtung ja eigentlich gar nicht so falsch. Ich markiere mir jetzt aber trotzdem mal. Und da ist halt auch was hier. Herr Jemine. Ich markiere mir jetzt mal gerade kurz die Stelle hier. Damit wir wissen, dass wir hier wahrscheinlich dann wieder hinwollen. Wir sollten das Markierungsfeature ja auch nutzen, ne? Und dann gehe ich jetzt mal gerade zurück. Ach ja, hier war... Genau, hier ist theoretisch etwas, aber nicht in diesem Fall für uns, genau. Dann sind wir hier lang. Und da kann ich leider nicht springen, na gut. Sind wir da hingekommen? Oder war das hier? Gott. Und hier war auch was. Uff.
Das war das Viech, das uns umgehauen hat, ja. Okay. Dann kann ich ja hier nochmal speichern. Sehr gut. Oh, das ist sehr gut. Und hier kann ich mich sogar auffüllen. Noch besser. Wir füllen uns auf und speichern dann. Und dann, genau, dann haben wir nämlich eine gute Chance, uns dem Viech zu stellen. Wobei ich mich schon etwas beunruhigt bin, weil der Kopf so rot war. Das wäre ja krass, wenn das jetzt nur mit dem... Da hätte man das ja wissen müssen und den Omega-Blaster aufbewahren und dann dahin. Ah, das wäre zu gemein. Ja, ich bin gespannt. Wahnsinn! Okay. Der muss eine ganze Menge Missiles fressen, aber wir haben's. So, was haben wir jetzt davon? Das Geheimnis. Spannend. Wow, okay. Hier gibt's offensichtlich ein Geheimnis, aber... Es ist nicht so eindeutig, was wir dafür tun müssen. Ah. Lighty hat's gefunden! Aber wir kommen... Oder brauchen wir zwei Raketen dafür? Das kann natürlich auch noch sein. Okay. Gemein, gemein. Yes, zwei Raketen waren nötig. Fett. Okay. Leute, wir haben uns ein Secret geholt. Ein weiteres. Dann gerade nochmal aufladen und speichern. Ich meine, mehr Items schaden halt nie. Ich bin so toll. Oh, danke. Oh. Hier ist noch offensichtlich irgendwie ein... Da kamen wir ja auch noch nicht hoch. Wäre aber spannend zu gucken. Ja. Ah Gott, das ist Game macht Laune, ey. Vielleicht kommen wir tatsächlich ran. Wow, 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 doof. Autsch, 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 autsch. So eine Tür. Okay, wir haben es probiert. Oh mein Gott, und da ist... Ja, da war aber auch heiß, genau. Okay, ich glaube, wir gehen mal zurück.
Ja. Hot, hot, hot. Yes, yes. Wirklich viel zu hot. Ja, jetzt gehen wir hier in die andere Richtung runter. Nee, das machen wir nicht. Da oben wäre ja... Sorry, Leute. Man muss sich hier so ein bisschen orientieren, ne? Den haben wir erhalten. Ja, das hätte uns dann... Würden wir hier lang kommen. Scheint mir aber nicht richtig zu sein. Wo ich das violette Leuchten da übrigens gerade gesehen habe, von der Chozo-Statue, ne? Ist euch aufgefallen, hinter mir leuchtet es auch wieder violett. Wir hatten ja sehr, sehr lange jetzt so ein helles Blau. Jetzt habe ich mal wieder auf violett gestellt. Das wäre vielleicht noch interessant. Aber wahrscheinlich ist es jetzt fast besser zu sagen, wir nehmen hier den oberen Weg. Na? Und gucken uns hier oben in den ganzen Röhren um. Ja. Wie uns einfach alles abschießt, ey. Hier kann ich nochmal speichern. Sehr gut. Jedes Speichern hilft gerade. Und sorry, dass ich so oft auf die Karte gucke, aber ich versuche mich halt irgendwie zu orientieren. Ja, genau, hier war dann das Ding, wo wir das wahrscheinlich bomben mussten, was wir noch nicht können. Und dann ginge es hier durch und da wäre unser weiterer Weg, ja. Das heißt, dann könnte jetzt spannend sein, mal hier oben zu gucken, was noch... Aber das ist, glaube ich, nur ein Durchgang, eine Abkürzung dann. Aber ja... Das ist bestimmt nur eine Abkürzung. Ja, okay, gut. Einmal drum rumgegangen, in Ordnung. Ist es auf der Karte wenigstens aufgedeckt. So, was wäre denn hier? Da wäre noch... ja, das war das Geheimnis. Genau, das hatten wir. Genau. Nee, dann ist das aber eigentlich ziemlich gut. Okay. Hm.
Viecher. Ich hasse sie, ich hasse sie. Auch spannend. So viele Möglichkeiten. Genau, hier kommen wir halt noch nicht rauf. Kann ich hier irgendwas machen? Um da lang zu kommen? Ja. Ich kann. Aber bringt es was? Außer, dass wir hier... Sieht nicht so aus, als gäbe es hier das Geheimnis für uns. Au. Gut, hier oben halt jetzt noch. Vielleicht hat Adam ja was Neues zu sagen. Nee, er speichert nur. Dann könnten wir jetzt hier runter, da war aber zu heiß. Nö, dann nehmen wir jetzt den Weg hier. Oh oh. Oder auch nicht. Hier ist der Weg. Yes. Dann kann ich die Kartenmarkierung ja wieder löschen. Oh, wir können jetzt in dieses böse Maul rein. Ja, 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 ja. Das sieht ja sehr nett aus. Und das wollen wir auch, ja. Ha, Herz allerliebst. Okay, ganz toll, die Dinger laden nur Munition aus. Ihr habt das gehört, ne, Leute? Ihr habt das auch gehört. Klingt doch einladend, ja, genau. Ach so, das ist nur der Weg zurück. Gott. Aber das heißt... Oh, warte. Aber hier kann ich... Gut, dass wir den Weg gerade noch gesehen haben. Boah, ist das schon wieder aufregend alles. Ist das ein Adam-Raum hier? Speicherraum? Sieht ganz so aus. Speicherraum auf jeden Fall. Ich nehme einen Weizen und bekomme die 13 mit extra Mayo, bitte. Ja. Aber Missile plus Container erhalten. Maximale an Missiles um 10 erhöht. Ja, geil. Okay, zurück nach Ataria. Teleport an einen anderen Ort begeben. Ja, vielleicht. Warte, warte.
Ich will wissen, ob ich hier noch mehr machen kann. Aber es sieht fast so aus, als wäre das nicht der Fall. Oh, na ganz toll, da sind wir runtergefallen. So war das nicht beabsichtigt. Scheiße. Okay, wir teleportieren zurück nach Artaris. Artaria. Alter. Die ursprünglichen Metroid-Gebiete kann ich mir besser merken. Auf Zebes. Cool, das ist mal wirklich ein Teleporter. Jetzt hatten wir schon so eine Art Fahrstuhl, wir hatten so eine Art Zug und jetzt haben wir mal so einen richtigen Teleporter. Nice. Creepy. Diese Sounds. Artaria. Geil. Okay, da oben könnte man hoch mit, naja, anderen Items halt. Aber irgendein Secret gibt es hier anscheinend. Es leuchtet zumindest schon wieder weiß hier. Und es ist nicht da oben. Oh, das geht aber hier ein ganzes Stück runter. Ah, hab's gefunden. Nice. Okay, hier können wir noch nichts machen, weil wir ja nicht wirklich gut uns im Wasser bewegen können. Vielleicht müssten wir das Wasser absenken. Oder es wird doch nochmal wieder irgendwann einen Gravity Suit geben, der das möglich macht. Oh, geil. Der nächste... Ist das ein vollständiger? Nee, das ist nur so ein Teil, ne? Ja, genau. Das war so ein... Zwischencontainer. Also hier oben. Und runter wäre... wahrscheinlich erst einmal nicht relevant. Okay. Den Braten nicht. Warte. Oder ist das... Ach so, warte mal. Das war das, was wir da unten gesehen hatten, ne? Ah, doch. Aber das sieht aus wie die Ballbombe und die haben wir immer noch nicht. Ich finde das ja auch total stimmungsvoll, wie man sich echt wie diese ganzen verschiedenen... Oh nein, nicht so ein Viech. Alter. Wie man sich durch diese ganzen vielen Gänge hier durcharbeitet. Oh, du willst wahrscheinlich... Also die grünen Schleusen waren früher immer Super Missiles. Wäre ja Hammer, wenn es die wieder gibt.
wir hier ein bisschen auffüllen? Wir können hier ein bisschen auffüllen. Da ist zu heiß, das ist schlecht. Okay. Ach du Scheiße. Ich hab mir schon gedacht, so okay. Panik. Wow. Okay, es wird hier zu heiß. Ich lasse mir zu viel Zeit. Ah, Stress. Ach du Scheiße. Okay, wir haben es geschafft. Alter. Seid ihr noch wach? Jetzt, spätestens jetzt seid ihr es wieder, oder? Das zahlt die Versicherung nicht, ja genau. Oh, was gibt's da oben? Da ist doch eine Chozo-Statue. Ich sehe sie genau. Oh, bitte hab ein neues Item für mich. Was hast du für mich? Geilo. Yes. Eine neue Anzugfarbe. Das ist garantiert der Varia Suit. Oh. Ah, ich freue mich, Varia Suit. So, der sollte uns bei Hitze zukünftig sehr, sehr helfen. Ne, wenn das so ist wie früher. Verringert den von Gegnern zugefügten Schaden, also eine bessere Rüstung ist es sowieso, und schützt Samus vor extremer Hitze. Er schützt jedoch nicht vor Schaden durch extreme Kälte oder Lava. Genau. Zudem erhöht der Varia Suit den durch Sprintangriffe zugefügten Schaden ein wenig. Ach was. Also durch den hier. Oh, man sieht's auch. Der ist jetzt nicht mehr, der war vorhin war der einfach nur, also ne, es gab ja diesen hier und dann diesen hier, der war dann aber auch trotzdem weiß und jetzt ist der so schön Bernsteinorange. Geil. Oh, das sieht aber auch schick aus. Ich mag diese Farben. Gold und Weiß ist sowieso eine geile Kombi irgendwie. Yes, und wir können jetzt in Hitzegebiete und haben kein Problem mehr damit. Ah, wie schön. Das ist toll. So, er verringert aber nicht den Schaden durch Lava. Das wurde halt gerade noch gesagt. Deswegen ist das wahrscheinlich jetzt halt... Ja, halt noch ein Problem. Wie viel Schaden macht die Lava denn? Oh. Sehr viel. Sehr viel. Es wäre halt so eine Nummer rein, raus und... Aber... Ah, nee... Wir haben ewig lang nicht mehr gespeichert. Das ist nicht gut. Dann machen wir das auch nicht. Wow.
Rein, raus, also so eine Nummer, ja. haben wir dich schon? Nein. Okay, lass mal gucken. Ach so. Diese blauen Dinger, wir haben die immer noch nicht. Ah, okay. Shit, und jetzt muss ich hier wieder den Weg drumrum. Okay. Sorry Leute, wenn ich so still bin. Ich bin einfach konzentriert. Sehr gut. Was man in den Viechern heilen kann, ist sehr, sehr praktisch. Also ich finde, wir sind heute auf jeden Fall wieder gut vorwärts gekommen. So nach meinem Empfinden haben wir auf jeden Fall echt viel gesehen. Ich sag das jetzt gerade so, weil wir uns allmählich dem Streamende nähern. Warte mal, hier können wir doch nochmal aufladen. Zumindest, was können wir denn hier aufladen? Lebensenergie, das ist sehr gut. So, und... Ja... Okay. Wir können gar nicht weiter. Hier ist jetzt alles... Hier ist das so fies zusammengestürzt. Das sind die einzige Möglichkeit, es jetzt tatsächlich zurück zu porten. Okay. Na dann. Dann teleportieren wir nochmal. Und ich werde nochmal was trinken. Nein. So. Den haben wir erhalten, ja. Ich überlege gerade, in welche Richtung es jetzt am schlausten ist. Wenn wir hier runterfallen. Also hier können wir natürlich nochmal speichern. Ja, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Yes. Ha, eigentlich passt sehr gut, ne? Hier zu speichern und dann können wir jetzt neu in die heißen Gebiete und beim nächsten Mal dann... Ja, hier jetzt zum Beispiel runter. Oder wir schauen, was wir halt noch für Optionen haben, in heiße Gebiete vorzudringen. Da oben zum Beispiel, da wäre der ganze Bereich hier oben noch. Oh mein Gott, ja. Hier, da geht's rein in ein heißes Gebiet.
Und hier ist ein Zugang. Das haben wir alles noch nicht gesehen. Hier unten geht's wahrscheinlich... Hier unten geht's sicherlich auch weiter für uns. Aber dann könnte man sich halt das da noch angucken. Und auch sonst gibt es natürlich eine ganze Menge Bereich hier. Auch... Oh, yes. Leute, wir haben viel, was wir uns angucken können. Ich würde sagen, das sparen wir uns fürs nächste Mal. Das sparen wir uns fürs nächste Mal. Mensch, ich kann nicht reden, ey. So. Leute. So. Ihr hört mich noch, ne? Da ist der Ton für euch weg. Ich will mal gerade was ausprobieren. Ja, okay, mich könnt ihr noch hören, das ist gut. Das ist ja das berühmte Soundaussetzer-Problem, von dem ich dachte, dass ich es in den Griff gekriegt hätte. Spannend, dass das jetzt gerade auftaucht, wo wir den Stream aber sowieso beenden. Jetzt will ich aber gerade mal schauen, ob wir das, durch solche Mittel hier wegkriegen, ohne den Stream neu starten zu müssen. Yes, okay. Perfekt. Leute, ich bin so froh. Ich bin so froh, dass ich das mit diesem Soundproblem, dass ich das geschafft habe. Und ja, das heißt also, es steht, Switch-Streams steht wirklich nichts mehr im Weg. Und wir wissen auch, was wir machen können, falls es mal doch nochmal passiert, wie jetzt gerade eben. Aber wir werden keine Streams mehr neu starten müssen. Perfekt. So, aber jetzt Switch in den Ruhemodus und uns selbst auch in den Ruhemodus. Ja, nach 3 Stunden 19 geht automatisch immer der Sound weg, genau. So, okay. Also nochmal vielen, vielen Dank, ihr Lieben, heute wieder für diesen krassen Support. Also es gab ja doch eine ganze Menge Subs, die nochmal verschenkt wurden. Ich habe jetzt die Gesamtsumme, habe ich gar nicht im Kopf, aber es ging ja los mit 5 von Timo und von Schäfchen, das waren schon 10. Dann gab es dann später nochmal 10 von Erik und ich glaube zwischendurch nochmal so Einzelsubs. Also ja, das waren auf jeden Fall schon wieder über 20 Subs heute. Vielen, vielen Dank noch einmal für euren unfassbaren Support. Hammer. Wir waren ja mal ganz kurz heute im Stream tatsächlich im zweistelligen Subzahlenbereich und jetzt ist er wieder dreistellig. Jetzt haben wir wieder von, ich glaube, 89 hatten wir angefangen, ne? Und jetzt 110, okay. Ja, krass. Dann wären es 21 Subs heute. Vielen Dank, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank. Und für die Bits gab's heute auch noch, richtig. Ach ja. Vielen, vielen Dank, Leute. So. Und jetzt wollen wir mal schauen, wohin könnten wir denn noch raiden? Wer ist denn gerade so da in meiner Vorschlagsliste? Okay. Oder so große Leute. Dann gucken wir doch mal, ob ich bei den Vorschlägen vielleicht noch jemand habe, den wir alle noch nicht kennen. So, da gibt's tatsächlich welche. Sir Winter spielt Dark Souls 3. Uha. Die Mod macht Dark Souls 3 endlich spielbar. Lull. Okay. Dark Souls 3 mit Mods. Na gut. Dann hätten wir 11 Zuschauer. Spelunky 2. Oh, das ist halt gut. Fox Force 2 klingt irgendwie auch niedlich. Klingt sehr niedlich. Da gucke ich gerade mal rein. Wer seid ihr? Klingt ja hemmungslos. Man war dann im Wasser und dachte sich so, ja komm, jetzt machst du einfach, aber das Wasser, das ist klar.
Vor allem, weil Spelunky halt auch so ein 2D-Plattformer ist. Ist eigentlich ganz gut. Das sind wir. Wir sind Desi und Micha. Manchmal sind wir auch nur Micha. Aber am besten schmecken wir zu zweit. Das ist ein Pärchen, wie mir scheint. Das ist ja süß. Und sie mögen Füchse, wie mir auch scheint. Fuchscord. Der Discord ist der Fuchscord. Sehr gut. Oh, die haben sogar schon die Bit-Emotes. Krass. Ja, komm. Haben jetzt gerade 12 Zuschauer. Da gehen wir hin. Das klingt doch spannend. Das klingt doch spannend. Da gehen wir jetzt mal hin. Kennen wir alle noch nicht. So, okay. Dann weiß ich Bescheid. Kanal Raiden Fox Force 2. Okay, ihr Lieben, ich verabschiede mich schon mal zur Sicherheit, wenn der Raid dann gleich beginnt. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen, einen richtig wunderschönen guten Abend noch und macht's gut. Wir sehen uns, ihr Lieben. Sagen wir da drüben jetzt nochmal Hallo und so. Und ja, also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Und richtig, Mittwoch. Dieses Mal Mittwoch. Okay, wir sehen uns. Tschüss.